Traditionsgemäß eröffnet der Gastgeber das Turnier. Das ist auch bei dieser Europameisterschaft der Fall. Deutschland gegen Schottland. Das Ganze in München im Stadion des FC Bayern. Schwierige Vorbereitung für Deutschland und für Schottland. Klar ist der Gastgeber hier der Favorit. Alles andere als ein Sieg zum Auftakt wäre ein harter Rückschlag. Aber sie haben sich viel vorgenommen. Mittelstädt bringt direkt mal Havertz in Position und der setzt sich durch und macht gerade mal nach 4 Spielminuten das 1:0 und das erste Turniertor. Da feiern auch Vorlagengeber und Torschütze gemeinsam. Gut durchgesteckt von Mittelstädt. Havertz bleibt stabil im Zweikampf und kann aus spitzem Winkel mit seinem starken linken Fuß den Treffer erzielen. Der Auftakt nach Maß ist also geglückt. Das sollte Selbstvertrauen geben nach eben zuletzt 2 schwierigen Spielen gegen Griechenland und der Ukraine. Schottland eher übers Umschalten nach vorne aktiv, aber das funktionierte selten gut, denn Deutschland hatte eine gute Gegenbewegung, hatte dann auch immer schnell wieder Zugriff, bevor überhaupt was Gefährliches entstehen konnte. So war es hier in der 17. Minute. Musiala, der Gun mal testet, aus extrem kurzer Distanz eine starke Reaktion des schottischen Torhüters. Jetzt haben wir aber mal so eine Situation, in der Schottland gefährlich werden könnte. McGinn hat den Ball, macht ihn fest, dauert eigentlich ein bisschen zu lange, dann aber nochmal der zweite Ball bei Schottland. Christie legt raus auf Robertson, der bringt eine gute Flanke und McTominay steigt hoch. Bringt dann einen Powerkopfball auf das Gehäuse von Manuel Neuer, der ja auch nicht mehr unumstritten ist, zumindest was man den 80 Millionen Bundestrainern so nachsagt. Hier kollidiert er noch etwas mit dem Pfosten, aber konnte weitermachen. Ein Tor nach 45 Minuten, früh ist es gefallen. Kai Havertz war der Torschütze nach 4 Minuten. Es war aber noch lange nicht gelesen, diese Messe. Es musste weiter nach vorne gehen. Auch vielleicht schon mal ein Statement setzen in Richtung der Konkurrenz. Deutschland erneut mit einem guten Beginn. Gündoğan, Musiala, 2:0. Wieder dauert es keine 4 Minuten, da schlägt Deutschland zu, 2:0 in der 49. Jamal Musiala könnte einer der Shootingstars werden bei dieser Europameisterschaft. Gut weitergeleitet von Gündoğan. Und von der 16er Linie dann platziert und hart unten links rein aus Sicht des Schützens. ...20 Minuten vor dem Ende kam dann Leroy Sané in die Partie. Einige hatten ihn schon von Beginn an erwartet, aber es lief ja auch so ganz gut. Aber Sané zeigte direkt mal, warum man ihn auch als Startelf-Kandidaten sehen kann. Erste Aktion, direkt mal ein guter Abschluss, verdeckter Schuss, gut aber pariert vom schottischen Schlussmann, verhindert in der Situation das 3:0. Deutschland machte es, aber gut, Schottland hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Keine Viertelstunde mehr zu spielen, guter Ball von Wirtz, wieder Havertz, diesmal noch mehr Platz und er macht es wunderschön zum 3:0. Die Entscheidung im Auftaktspiel für Deutschland, der gute Start in dieses Turnier. Standesgemäß auch und da zeigt Havertz seine Klasse, der von manchen auch gerne auf der 10 gesehen werden würde, aber hier wurde er gut eingesetzt, zweimal und konnte auch 2 Tore erzielen. Das war's dann. Die deutschen Fans waren zufrieden. Ein sehr souveräner Auftritt. Viel wurde nicht zugelassen. Schottland erwartungsgemäß wahrscheinlich mit der Niederlage. Aber am Ende war es dann doch sehr einseitig und deutlich.
Gute Voraussetzungen also für die Gastgeber, um weiterzukommen in diesem Turnier. Für Schottland dürfte es jetzt noch schwerer werden.